Sie sind gefragt, wie lange nicht mehr. Seit 14 Pflichtspielen sind die Kicker von Borussia Mönchengladbach ungeschlagen. Mit einem lockeren 5:0 gegen Apollon Limassol schossen sich die Fohlen in der Europa League warm für das große Highlight am Sonntag gegen Bayern München im Borussia Park. Was wir machen müssen, ist kämpfen bis zum Schluss, unser Spiel zu spielen und sie zu schlagen. Hat man bis jetzt, glaube ich, keine gelungen, Bayern zu schlagen, und wollen die Erste sein. Man kann Limassol mit Bayern München nicht vergleichen. Klar, mussten ja schon in der ersten Halbzeit fast 3-4 führen. Und ja, Limassol hat in der ersten Halbzeit eigentlich ein gutes Spiel gemacht, sehr defensiv gestanden. Zum Glück haben wir so schnell wie möglich das erste Tor gemacht. Und in der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen einfacher für uns. 4 Punkte liegt die zweitplatzierte Borussia hinter den Münchnern. Von den jüngsten Machtdemonstrationen des Rekordmeisters wie dem 7:1 Auswärtssieg in Rom wollen die Gladbacher nichts wissen und verweisen auf ihren Höhenflug. Natürlich habe ich das 7:1 mitbekommen. Es ist ja kein Geheimnis, dass die beiden eine sehr, sehr gute Mannschaft sind. Wir konzentrieren uns auf uns, ganz einfach. Wir wollen ein gutes Spiel machen. Wir spielen zu Hause von unseren Fans. Und wir konzentrieren uns wirklich 100% auf unsere Mannschaft, auf unsere Qualitäten, und die sind auch da. Ob die jetzt in der richtigen Zeit kommen, weiß ich nicht. Aber wir wissen eins, dass wir momentan sehr gut drauf sind. Und dass man Bayern schlagen kann, braucht man vieles. Man muss über 90 Minuten konzentriert sein. Wir müssen füreinander laufen, wir müssen fighten und müssen uns 100% konzentrieren. Dann können wir auch Bayern schlagen. In München könnte derweil die Stimmung kaum besser sein. Nach dem Fußballfest in der ewigen Stadt holten sich Thomas Müller und Co. auch noch den Segen bei Papst Franziskus ab. Eine Niederlage in Gladbach passt da so gar nicht in den Wochenplan. Es ist ein Spitzenspiel. Die sind Zweiter, wir sind Erster, und wir wollen natürlich da den Vorsprung ausbauen. Ich denke, es ist dann schon ein richtungsweisendes Spiel für die nächsten Wochen und für den Verlauf der Liga, und deswegen hat es schon eine sehr hohe Wichtigkeit. Sowohl Bayern als auch Gladbach wollen ihre Erfolgsserie ausbauen. Die Partie am Sonntag, ein Duell zweier Mannschaften auf dem Höhenflug, Zweiter gegen Erster. Mehr Spitzenspiel geht nicht.